geschieht in sogenannten Entertainment Companies. Die Trainees werden oft schon im Kindesalter gecastet und ziehen dann von zu Hause in die K-Pop-Akademien. Bei Netty war das bereits im Alter von 12 Jahren. Um ehrlich zu sein, war ich zu jung, als ich das erste Mal hier war. Alles sah sehr spaßhaft aus und mir war noch nicht klar, was es heißt, eine Trainee zu sein. Da ich aus Thailand komme, wusste ich nicht, wie das in Südkorea abläuft. Aber weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich es gemocht habe, habe ich einfach angefangen, zusammen mit meinen Kameradinnen und Kameraden zu trainieren. Um ehrlich zu sein, war es sehr anstrengend und ich habe meine Eltern sehr vermisst. Um eines Tages vielleicht ein Star zu werden. Bis zu 12 Stunden am Tag trainieren sie in den K-Pop-Akademien.